Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Sie wissen nicht, wie traurig Sie gucken sollen? Ich weiß nicht, ob ich im Strahl kotzen soll, Herr Scholz, wenn ich sehe, wie abgehoben und arrogant Sie hier die Sorgen, die Ängste und die Nöte der Bürger verhöhnen und dabei lachen. Ein Mensch mit Ängsten, Nöten, Existenzängsten, ein Unternehmer, der nicht weiß, wie er seine Existenz halten soll, seine Mitarbeiter bezahlen soll, sein Leben bezahlen soll, kommt zu Ihnen in einem öffentlichen Interview und sagt Ihnen Ihre Nöte und Sorgen. Und Sie lachen und sagen, Sie wussten nicht, ob Sie wie traurig Sie gucken sollten, weil er gerade seinen Elektroofen auf den Gasofen umgestellt haben. Herr Scholz, wissen Sie, bevor man Scheiße erzählt, sollte man lieber die Fresse halten. Ist einfach so. Kommen Sie runter von Ihrer Palme, von Ihrer abgehobenen Wolke 7, aus Ihrem Ich habe alles, ihr habt nichts Blase. Das kann nicht sein. Sie haben so viele Dinge schon gesagt, die untragbar sind. Sie wissen nicht, was Benzin kostet, was Milch kostet, was Brot kostet. Sie haben vollkommen die Bodenhaftung verloren. Sie sind das Oberhaupt dieses Landes. Sie sind ein Kanzler. Benehmen Sie sich auch so. Benehmen Sie sich so, dass die Menschen zu Ihnen aufschauen. Aber ich habe das Gefühl, Sie schauen einfach nur von oben herab. Dass Sie denken, Sie haben hier die Macht und wir sind Ihre Untertanen. Aber so ist es nicht, Herr Scholz. Sie arbeiten für uns. Sie sind ein Minimumkanzler. Nur 20% der Menschen haben Sie gewählt, die 80% nicht. Sie spielen sich auf, als wenn Sie hier die Weltherrschaft vorantreiben wollen. Ich weiß es nicht. Ich meine, Sie verschenken unser Geld in alle Länder, wo die Menschen hier nicht wissen, wie sie hier zurechtkommen. Im Ahrtal, wo ihr so viel gequatscht habt, wo sie doch Hilfe gesagt haben, da haben die Menschen immer noch keine Hilfe bekommen. Ihr habt so viel Versprechungen gehalten und sie alle gebrochen. Aber überall steckt ihr Geld hin, überall. Wir helfen gerne. Aber wenn die Menschen in unserem Land nichts mehr haben, keine Existenz mehr haben, können wir gar kein Geld mehr weggeben. Und ihr verschenktet jetzt wieder deutsche Milliarden fürs Weltklima. Hallo? Hallo? Wer hilft uns denn, wenn wir nichts mehr haben? Sie? Nee, ihr nehmt eure Taschen und verpisst euch mit den Millionen, die ihr durch uns verdient habt. Oder geht ihr vielleicht dann in irgendwelchen Aufsichtsräten, in irgendwelchen Industrien, ja, bekommt, nicht wahr? So wie es ja immer läuft. Es ist unfassbar. Und dann haben wir Leute in der Regierung, die noch nie gearbeitet haben, die ihr Studium abgebrochen haben und die sich hinstellen und uns dann über Wirtschaft erzählen wollen. Vor allen Dingen, wir sollen Entbehrungen machen. Wir sollen Waschlappen benutzen. Wir sollen Dinge nehmen. Wir sollen uns damit waschen. Herr Kretschmann, lieber grüner Minister, damit sollen wir uns waschen? Tut mir den Gefallen, füllt das Ding mit sehr viel Eis. Legt euch das auf euren Kopf, damit eure Gehirnplatte mal wieder funktioniert. Es ist unfassbar. Und solche Aussagen, Herr Scholz, verbitte ich mir als Bürger in diesem Land. Die verbitte ich mir. Und Millionen anderer Menschen verbitten sich das. Benehmen Sie sich wie ein Kanzler. Was Sie gesagt haben, der Times, die Nöte oder man darf die eigenen Bürger nicht so ernst nehmen. Das haben Sie der Times gesagt? Wer denken Sie, wer Sie sind? Was bilden Sie sich eigentlich ein? 20%, lächerlich. Aber mich wundert es nicht, wenn Sie sich so verhalten. Einfach nur beschämend.